Jo Leute, willkommen zurück zu Brawl of Ages mit meinem absoluten Winner-Deck. Ich sage, ich weiß immer noch nicht, was die anderen machen oder was ich richtig mache. Na, die Eiskönigin als Bestes, dein Ernst? Okay, dann wird's wahrscheinlich noch das Starter-Deck sein. Das sieht ganz hart nach dem Starter-Deck aus, ja. So, der ist stark. Dann muss ich ihm lassen. Der ist stark. Den würde ich auch spielen. Wenn ich nie, wenn er passen würde im Deck. Aber er passt halt einfach nicht im Deck. Also er passt einfach nicht im Deck. Oh. Oh, mein Lieber. Ja. Warte. Wir machen das so. So. Echt, du versuchst einen Zwei-Fronten-Krieg? Gar nicht mal so verkehrt, was er macht. Er versucht mich jetzt auf beiden Lanes zu beschäftigen. Und wenn er das schaffen würde, dann hätte er den Vorteil, dass er vielleicht Glück hat und auf einer Seite durchrushen kann. Das scheint aber hier nicht zu funktionieren. Zumindest nicht bei mir. Okay. So. Also man sieht's ja. Schade. Ah, ist aber nicht tragisch. Ja, jetzt stirbt der Imp. Okay. So. Zack. Genau darauf musste ich warten. So. Was halt zufälligerweise auch gut gepasst, dass ich gerade da in dem Augenblick mit Mana voll wurde. Sieg auf ganzer Linie, würde ich mal sagen. Mal wieder. So, Runde 2. So, Match 2. So, oh, direkt zwei Kopierkarten. Also eine, die ich direkt spiele. Und... Ah, okay. So. Schön davor setzen, dass ich von hinten ihn wegsnacken kann. So, oben mal kurz einen Approach drauf. Und oh, das tat weh. Oh, das tat weh. So. Ja, das ist blöd, dass sie jetzt da hängen bleiben. Oh, das war gut. Dadurch kann ich nämlich das machen. Einfach mal so. Man kann auch auf die Dinger schießen, ja, aber es ist halt nicht so sinnvoll teilweise. So. Und weg. Und weg. Oh, Moment. Zack. Oh ja, das ist wieder eine Runde für mich. Das ist wieder eine Runde für mich. Ich meine, ich habe noch nicht gewonnen, aber... Da fehlt nicht mehr viel. Wow, die Range von dem ist nicht zu unterschätzen. So. Einmal das. Einmal das. Fehler gemacht.
Hätte erwarten sollen. Auf den Golem direkt das zu schießen ist Schwachsinn. Und tschüss. Klatsch. Good game. Hast du schön gemacht. Zweite Runde geht auch an mich. Dritte Runde kommt. So, mal gucken, ob Runde 3 genauso erfolgreich wird. Das ist sehr schön. Okay. Oh, ich habe eine Random-Karte. Mal gucken. So. Machen wir das. Und machen wir das. Der Turm ist down. Der Turm ist down. Und hauen wir die weg. Ich denke, das dürfte reichen, um es dem Turm leicht zu machen. So. Habe ich zweimal die Brawler-Brigade kopiert? Bin ich doof. Ja, dann komm mal her. Zack. Und zack. Da kommt die nächste Brawler-Brigade. Und die Königin war falsch gesetzt. Okay. Zack. So. Okay, schießen wir mal dahin. Dann ist das Ding nämlich weg. Was? Achso, da oben hat er die gesetzt. Kann das ihm selbst schaden? Nein, leider nicht. Okay. Dumme Brawler-Brigade. So. Ich muss die aber halt dann außer Hand loswerden. Wenn ich sie mal habe. Also ich selbst spiele sie ja nicht. Ich finde sie super schlecht. Es gibt bessere Karten, um etwas schwächere Gegner aufzuhalten. Mitte durch. Zack. Jetzt hört's aber auf hier. So. Er muss ja eigentlich kommen. Ich verstehe nicht, warum er nicht versucht, zumindest versucht zu kommen. One, jawoll, in der letzten Sekunde gewonnen. Easy. Easy, mir ist gar nicht aufgefallen, dass er nur noch so wenig Leben auf dem Schloss hat. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder beim Brawl of Ages Hotzer rein. Bis dahin, ciao, ciao.